für eine Kinderkommission hier, ja, alle? Ja. Das Kinderparlament möchte Kinder und Politiker zusammenbringen, einen Austausch herstellen und damit auch den Politikern die Möglichkeit geben, den Wünschen und Anregungen von Kindern näher zu kommen und die Thematik auch aus dem Blickwinkel der Kinder zu betrachten. Heute sind hier Kinder aus ganz Berlin versammelt, aus verschiedenen Bezirken und Kiezen. Denn was der Ali gesagt hat, Kinder sind fantasievoll und ideenreich, will ich um einen Punkt nur ergänzen, weil der Ali in allen Punkten recht hatte. Kinder sind auch ehrlich. Und insofern also engagiert euch und nehmt eure Zukunft dann auch selbst in die Hand. Ich heiße Jakob, ich komme aus Altensee und meine Frage ist an alle, wieso seid ihr Politiker geworden? Was ist für euch daran so interessant? Also, ich bin Lara und ich bin 10 Jahre alt. Meine Frage geht auch an alle. Mich würde es interessieren, wolltet ihr schon immer Politiker werden oder hattet ihr auch andere Berufswünsche? Stimmt es, dass ihr die Steuern senken wollt? Ja. Und warum, wenn der Staat verschuldet ist? Warum sind die Kinderrechte nicht in unserem Gesetz? Waren Sie schon immer für die CDU? Also, ich bin Asuna Güne, ich komme von der Deutsch-Türkischen Musikakademie und ich hätte die Frage, wieso in Deutschland, allgemein in Berlin, zu wenig Musik gefördert wird. Denn Musik ist etwas, was Kulturen und verschiedene Nationalitäten zusammenbringt. Und halt Menschen, zum Beispiel manche Menschen haben viel, so viel Zeug, ein Instrument zu spielen, also das Zeug dazu, aber haben halt nicht die Möglichkeit, weil sich die Eltern halt das Geld nicht für die Schule oder halt für den Musikunterricht nicht leisten können. Also wieso das so viel, zu wenig gefördert wird. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir unterschiedliche Schultypen hätten noch stärker. Macht es eigentlich Spaß, Politiker zu sein? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, die Welt zu verändern, was würden Sie machen? Wieso bekommen Lehrer so wenig Geld, obwohl sie den Kindern so viel beibringen? Also, das Gedicht heißt meine Woche. Also am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich fern, am Mittwoch spiele ich Fußball, das mache ich sehr, sehr gern. Am Donnerstag, da schwimmen wir, am Freitag spiele ich Klavier, am Samstag kommt Frau Stange, am Sonntag schlafe ich lange. Und schon höre ich die Mama, komm Peter, steh auf, Schule, ja dann ist der Montag da. Also wir haben eine Kanzlerin auch in Deutschland. Ich freue mich natürlich, wenn Frauen auch im Parlament sind, weil erstens macht das Arbeit für Frauen mir zumindest immer sehr viel Spaß, Männern auch. Aber ich würde mir schon wünschen, dass wir auch mehr Frauen im Parlament. Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen, aber Türkei, ich bin immer noch Türkin. Und das Problem ist, es ist schwer, mich entscheiden zu können, weil einerseits meine ganzen Vorfahren sind türkisch und ich bin hier geboren. Deswegen habe ich sozusagen zwei Heimatländer, aber kann mich nicht für eins entscheiden. Egal wie lange Zeit ich auch habe, das wird bei mir wahrscheinlich immer gleich bleiben. Also Deutschland und Türkei ist für mich gleich. Und es gibt halt für ganz andere Kulturen und andere Nationalitäten die Chance, dass sie ihre eigene Heimat vertreten können, sozusagen zwei Doppelbürgerschaften, aber für die Türken nicht. Ich verstehe diese Diskriminierung nicht, ehrlich gesagt.
gute Gelegenheit für uns Jugendlichen und Kinder, hier teilzunehmen. Ja. Vielleicht werden die Politiker ja unsere Fragen, also ihre Antworten und unsere Bitten annehmen und in die Tat umsetzen. Es hat auch mir geholfen, dabei die Kinder zu begleiten, also die in meiner Gegend da sind, um auch besser zu werden, um den Kindern, die nicht so viel Geld haben, auch zu helfen. Ich habe auch die Antwort verstanden. Es hat mir auch was gebracht. Ich habe auch was gelernt. Die Blumen kann mit Doppel Staatsangehörigkeiten also machen. Ja. Vielleicht werden wir es auch durchsetzen, was wir ihnen gefragt haben. Ich hoffe mir, dass bei den Politikern unsere Wünsche angekommen sind und ich hoffe, dass wir die so schnell wie möglich umsetzen lassen.